Ich bin die Mau von der Mount Everest. Na klar, was denkst du, wer du bist? Du musst hier von der Zugspitze weg. So, das Digga, ist korrekt. Ich fühle mich gut in so einem tolle, volle Verein, wo es einfach sprudelt. Digga, schmeißt einfach raus den Punkt. Wo das die Probleme sind, weißt du? Wo das die Probleme sind, dass da man erstmal SBCs machen da muss. Da möchte ich einfach nicht sein. So, 84er, bauen wir ein 86er-Team, oder? Dass wir den Scheiß rauskriegen. 87er für PJ. Hab gerade gesehen, wie es dieser Coin zusammen gekauft hat, Alter, der scheiß Geringverdiener. Ist das abgehoben? Aus dem Weg, du Geringverdiener, sag ich dir. Ist das abgehoben? Nimm mich kein Blatt vor den Mund. Ja, bau mal 87er-Team. Ja, Marco, was soll man machen? Wie soll man so ein nettes Karten? Da hätten wir jetzt erst SBC machen müssen, aber das wollte man einfach nicht. Nee, ist halt einfach so. Man hat auch sein Prinzip hier, Jungs. Letzte Woche wurde man doch ausgelacht, dass man einen Schrott Ronaldo nehmen mussten und jetzt wollen wir halt einfach zeigen, dass wir da sind. Einfach mal wieder die Eier auf den Tisch legen. Aber meckern, dass sie keine Coins haben, ja, haben wir doch. Wir sind reich. Wir sind Multimillionäre. Wir sind reich. Komm, mach doch Sancho rein. Warum ja, muss ich doch wirklich reinmachen. Ich geil's doch nicht so. Mach einfach einen Sancho rein. Und mach den Ding, diesen Flashback, wie heißt der Flashback Ronaldo? Ja, den stellen wir. Diese grüne Karte, ja, diese, mach mal mit diese rein. Flashback, ist ja. Es diese Flashback? Die, ist es diese? Okay, raus. Mach sie mal weg. Weil die Frage ist, die sich zwischen mir und PJ stellt, ist einfach nur die hier. Großkaliber, der Kleinkaliber. Ist auch wieder alles verschoben, der Schmutz. Dieses A killt mich immer noch, ne? Achtung, PJ, guck mal, das sind deine Coins gerade, die in die Rutsche runterrutschen. Schön, und in 2-3 Wochen hören wir uns wieder, da hocken wir da. Wir haben keine Coins, das ist so scheiße. Oder Özil, wie siehst du das, Özil? Er sagt so zu PJ, geh weg. Schmock, geh weg. Was sagt er, was? Okay, von denen habe ich leider keiner verwendet, Mist. Ja, mach die doch mal weg, Digga. Haben wir nicht noch irgendeine 82 SBC, wo du die alle reinballern kannst? Das wäre wirklich gut, weil wir es halt sind so, ne? 68 geht er weg. Das ist abgehoben. Das ist abgehoben. Für 60, komm. Frech. Komm, dann geh halt, wenn du willst. Dann geh halt. Hopp, du darfst gehen. Geh. Hallo, viel Spaß mit deinem Kante. Wie findet ihr Vidal? Wir bauen uns heute ein geiles Food Birthday Team. Was ist denn das, Digga? Wir brauchen wirklich so eine geringverdiener SBC, wo wir einfach alles reinmachen. Weil jetzt ein Züge von noch alle. Eine SBC, bevor wir wieder Packs ziehen können. Scheiße. So weit ist es. Hey, wir könnten wirklich das mal. Das ist einfach scheiße, wenn man zu reich ist. Sag ich das. Wir könnten wirklich mal einen Mod dran setzen, der halt auch die Kacke hier mal säubert. Ja, aber. Ne? Ich meine, gut. Es soll ja einen Mensch geben in Herne, der hat sich seine Packs, der hat eine Lightning Round von Mods mitnehmen. Was? Nur 86er Team? Die hätten das mal rum. Ja, da stürzt Spieler. Ja, nur 86er Team. 5. Ist doch scheiße. Die hätten, also Jungs, mal jetzt ohne Witz, die hätten Vidal mal mindestens aktuell in der Phase eine 90er Team. Ja, ich sehe den eher beim 91er Team. 91, 90 und 89, ja. Sodass unser Verein mal sauber wird, dass ja. Wir da Packs ziehen können. Das ist doch kacke. Das ist ja geschenkt, Digga. 85er und 84er, ist ja geschenkt. Die wollen aber auch gar nichts mehr verdienen. Nee, die wollen ja gar nichts mehr einnehmen. Scheiß drauf, dann mache ich einfach ein 90er Team. Und das hat er auch verdient irgendwo. Ja, Digga, wir haben doch Mbappé gezogen. Mach den rein, oder? Mach den mit Neymar ja, einfach. Ja. Das Chemie auch durch. Ja, mach ich den gleich. Der hier rein. Digga, rein mit drin ist Sauna, ich sag's euch, wie es ist. Ist gut. Vidal ist brutal, Jungs. Habt ihr den schon gezockt? Ich denk so, ist es schon gut, oder? Ja. Mach noch hin, Ding, Icon noch im Mittelfeld für ein bisschen. Haben wir es leichter, ne? So. Passt oder schick mal so ab? 87er Team. Wie krank werden das? Männer, so abschicken das Team? Ah, das habe ich gestern gebaut für das Erschwitzen. Ich würde sagen, können wir gar nichts verkaufen da. Da müssen wir auch nichts verkaufen. Wie hieß denn unser Team? Union 31er hieß es ja. Doch. So, was kann man da verkaufen? Oh, Mbappé Todi. Ah, wir können erstmal hier Teambewertung machen. Teambewertung, Freunde. Yashin. Boah, für eine 94. Scheiße. Gebe ich ihm eine 3. Fand ich jetzt nicht so gut. Du? Scheiße. Fand ich wirklich nicht so gut. Geringverdiener, meiner Meinung nach. Alles klar. Dann hat man eine Tapso gehabt. Tapso war schon stark, hat aber ein paar Spieler auch gehabt, wo irgendwann der Ball durchgerollt ist. Aber den würde ich mir 2 geben im Tapsi. Mittelklasseverdiener. Was ist er noch wert, ist die Frage. Guck gleich mal da oben. Na gut, müssen wir eigentlich jetzt sofort verkaufen, oder? Na, wäre schon sexy. Ich brauche einen Preis für einen Tapso. 600 wird er wert sein noch. 600 Düse drauf am Anfang. 600 glatt. Boah, safe Valbu, oder? So, da hat man Wendell, den finde ich wirklich bockstark. Der kriegt der von mir eine Bock. 1. Ja, ist ein geiler Außenverteidiger. Der kriegt von mir eine 1, der ist mega stark. Dann hat man einmal den Sven Bender. Da muss ich ehrlich sagen, den gebe ich eine 4. Den fand ich viel zu langsam im Antritt. Von mir kriegt er 2. Ich fand ihn richtig stabil. Fand ihn nicht so gut. Den zum Beispiel fand ich stabil, der kriegt von mir eine 2. Der kriegt von mir auch eine 2. Der war wirklich stabil, Jungs, der Lars.
Dann haben wir CR7, mit dem kommen wir irgendwie gar nicht. Also ich finde CR7, Geringverdiener-Variante, finde ich... Schande. Ist der ist Schande. Bei uns echt schlecht. 4. 3, 4. Oh, wirklich 4, ne? Ja, der ist bei uns echt scheiße. Finde ich auch nicht gut. Timo, warum siehst du so genervt aus? Stell dir einen schönen runden Arsch oder einen guten Steak aus dem Big Queen vor, dann ist die Laune wieder top. Digga, ich bin doch gut gelaunt. Der ist nur geschwitzt. Ich pöbel doch die ganze Zeit die Leute an, mir geht's doch gut. Dann machen wir einmal Rabiot. Lass ich gerade noch, hast du einen Tim? Nee, ne? Meint ihr, Bayern kommt trotz der Verletzung doch, von vorgelesen. Okay. Felix und was hast du gesagt? Kommen sie weiter? Ja, kommen sie weiter. Ich sag auch, dass sie weiterkommen. Felix, Tim, warum sieht. Also, hast du ja gerade vorgelesen. Ich wusste, dass du das. Ich dachte, das hast du im Chat vorgelesen. Das habe ich ja gesehen, hab da nicht drauf geguckt. Den gebe ich dem Rabieux, gebe ich sogar eine 2+, den fand ich wirklich gut. Dem würde ich eine 2 geben, klar, eine 2. Hat seinen Job gemacht, Digga, war geil. Ich finde, am Ende hat er ein bisschen abgefuckt, weil am Ende gegen Ende der WL war er so steif irgendwie. Ja, aber das weißt du halt auch nicht, woran es liegt. Am Anfang war der so richtig agil, so aggressiv, stand immer richtig und am Ende war er so ein bisschen so, ja, ich bin lange Lulatsch und weiß nicht wohin mit meinem Riesiglied. Rüllet braucht man nichts sagen, ist überteuert zwar, aber eine geile Karte. Ja. Braucht man nicht viel sagen, ja. Und? Ist ein Großverdiener. Ist ein Großverdiener. Dann, der hat echt Laune gemacht, Digga. 25 Spiele, 38 Tore, 17 Vorlagen. Ich muss alles zurücknehmen. Gebe ich Großverdiener. Tony 1. Großverdiener. Der hat wirklich mega Laune gemacht. Was ist denn noch wert? Was ist sein Outfit wert? Hau man direkt weg, oder? Ja, 6,1 geholt. Der Hubert! Willkommen! Das ist der Mbappe. Oh, Fabi. Oh. Ja, geht klar. 100 Düse in so einer Preisklasse ist okay für uns. Ja, 713, ja, finde ich in Ordnung. Ist aktuell okay. Man muss noch ein bisschen zu seiner Priorität stehen. Mangala, der IV kam. So? Soll jemand Spaß mit haben? Ja. Hab Spaß, leb dich aus. Leb dein Leben. So, dann kommen wir zu Dembele Freeze. Über die Außen ist er ein bisschen untergegangen, aber an sich eine geile Karte. Mad Max, ich finde deinen Beisatz an sich schon mal sehr, sehr geil. Ich weiß, ihr Großverdiener braucht die Coins nicht, aber UCL, Argentinien, Brasilien-Spieler gehen für 8k sofort weg. Egal welches Rating. Dann erstmal vielen Dank, aber wie du schon sagst, es juckt uns nicht. Der Hüber, resubbt einen 10. Zum Glück war es der 10. Ich hätte mich nicht vorgelesen. Nicht vor. Bei einer 12 hätte ich dich vorgelesen, der Hüber. Hier, was gibt man? Usman Dembele macht Spaß, Jungs. Ehrenmann, 2+. Richtig, Ehrenmann. Wirklich, 10 Monate ist wirklich schon krass, Digga. 10 Monate ist heftig. Gib mal Dip. Meiner Meinung nach war er Geringverdiener. Wie stellen wir den drauf? Ja, kam halt über die Außen. Ich war früher auch über die Außen, war Maschine, war ein Großverdiener. Wo ist er denn? Von Frisi. Überall wieder so ein souveräne 100er Minus gemacht. Ja, ne? Egal, wir haben es ja aktuell. Zum Glück. Bossio, oder? Ich muss erstmal gucken. Ja. Ich will erstmal auch sein. Ich hoffe, der hat seinen Monatsnachweis. Und Neymar dabei. Bleibt halt Neymar, Freunde. Neymar ist krank. Ich kontrolliere jetzt erstmal seinen Lohnzettel. Ja. Weil unter 100k netto macht das. Kommt hier keiner rein. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, an sich, jetzt räume ich auch mal alles leer hier unten. Dass wir ein rein neues Team haben. Alle weg, alle weg, alle Geringverdiener, alle raus. Du bleibst da, du bist ein Großverdiener.